بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Inshallah werden wir nun anfangen mit dem Buch Wegweiser für Ratlose zum wahren Glauben. Und ich werde es so handhaben, dass ich einen Abschnitt vorlesen werde. Und dann kommen wir zur Erläuterung bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Und wir fangen hier an, und zwar auf Seite 19. Also ich werde das Vorwort überspringen. Wir fangen an bei Seite 19, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Und da heißt es, die Säulen der Glaubenslehre, Aqida. Die Glaubenslehre der Sunniten und der frommen Vorfahren dieser Glaubensgemeinschaft steht auf 6 Säulen. Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, verdeutlichte sie in einem Hadith im Sahih Muslim nach einem Bericht von Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. In diesem Hadith heißt es, dass der Engel Gabriel den Propheten, Allahs Segen und Friede auf ihm, fragte, was ist der Islam? Was ist Glaube? Was bedeutet es, Allah auf gute Weise zu dienen? Der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, sagte daraufhin über den Glauben, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. An Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, an den letzten Tag zu glauben und an die Vorherbestimmung Allahs zu glauben, sei sie gut oder schlecht. In den Worten Allahs des Erhabenen heißt es in Surat Al-Baqarah, Ayah 285, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Die ungefähre Bedeutung lautet: Der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist. Und ebenso die Gläubigen. Alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten. Und sie sagen: Wir hören und gehorchen. Gewähre uns deine Vergebung, unser Herr, und zu dir ist der Ausgang. Die Säulen sind erstens der Glaube an Allah, zweitens der Glaube an die Engel, drittens der Glaube an die Bücher, die Allah seinen Gesandten offenbarte, viertens der Glaube an die Propheten, fünftens der Glaube an den letzten Tag, sechstens der Glaube an den göttlichen Ratschluss und an die göttliche Vorherbestimmung, gleich ob diese gut oder schlecht sei. Das ist der Glaube, durch dessen Licht das Herz des Gläubigen geöffnet wird. Das Licht, das Allah in die Herzen der Gläubigen herabsenkte. Das Licht des Glaubens zerstreut die Finsternisse der Ratlosigkeit und erleuchtet den Weg zu Allah. Mit diesem Licht sieht der Mensch die Wirklichkeit und denkt im Licht der Offenbarung seines Islam über den Ausgang aller Dinge nach. Allah lässt sich nun durch zweierlei erreichen. Ein rechtschaffenes Leben, das dem Gläubigen den Weg zu Allah ebnet. Das andere ist das Licht, das dem Gläubigen die Wegzeichen zu ihm, gepriesen sei er, erkennen lässt. Der Mensch findet beides nur im Glauben an das, womit der Prophet, Allahs Segen und Friede auf ihm, kam. Allah fasste beides in seinen Worten in Surat Ali Imran, Al-An'am, Afwan, in Surat Al-An'am 122: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ
زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ist denn der, der tot war und den wir dann lebendig gemacht und dem wir ein Licht gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemandes ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommen kann, so ist den Gläubigen ausgeschmückt, was sie zu tun pflegt. Der Glaube an diese sechs Punkte ist die Grundlage des Glaubens. Darum ist nur derjenige gläubig, der an diese glaubt. Es sind Grundlagen, die miteinander verbunden und nicht voneinander zu trennen sind. Der Glaube an einige von ihnen erfordert den Glauben an die übrigen. Der Unglaube einzigen gegenüber bedeutet, an alle nicht zu glauben. Das war nun der erste Abschnitt in diesem Buch. Was nun zu erläutern ist, ist, dass ich inshallah eine Einführung erst einmal beginnen werde über Al-Aqidah. Und zwar die Definition erst einmal, was bedeutet Aqidah. Aqidah kommt von dem arabischen Verb Aqada und von dem arabischen Nomen Al-Aqdu oder Al-Iqdu. Das bedeutet etwas knoten, festbinden, festmachen, verankern. Und Al-Aqida ist dementsprechend aus linguistischer Sicht etwas, das fest ist, festgebunden, festgeknotet, festgemacht wurde. Das ist die Aqida. Wenn wir aber jetzt in der Aqida-Wissenschaft über die Definition reden, dann bedeutet Al-Aqida in der Aqida-Wissenschaft, es ist die Lehre über die religiösen Glaubensinhalte oder die religiösen Gebote. Es ist die Lehre über die religiösen Gebote des Glaubens gemäß der authentischen Belege und die Widerlegung der falschen Glaubenslehre. Das ist die Aqida in der Islamwissenschaft. Es ist die Lehre über die religiösen Gebote des Glaubens. Denn es gibt religiöse Gebote des praktischen Umsetzens und das ist Al-Fiqh. Al-Fiqh, wie wir inshallah sehen werden, ist die Lehre oder die Erkenntnis über die Gebote, die praktisch umgesetzt werden. Aber bei der Aqida geht es nicht um das praktische Umsetzen. Es sind keine Gottesdienste wie das Gebet zum Beispiel, sondern es geht um die Glaubensinhalt, die Lehre über die Gebote des Glaubens, basierend auf den authentischen Beleg. Das ist natürlich wichtig, denn wir können nicht etwas behaupten, was wir nicht belegen können anhand authentischer Belege. Und drittens, die Widerlegung falscher Glaubenslehre. Das gehört auch zur Aqida. Dass wir klarstellen, was die richtige Aqida ist, anhand der authentischen Belege. Aber auf der anderen Seite, dass wir auch die falschen Lehren widerlegen, anhand der Belege wiederum. Das ist die Aqida. Aus dieser Definition heraus dürfen wir jetzt nicht denken, dass Al-Aqida nichts mit dem Praktischen zu tun hat. Das ist nicht richtig. Ganz im Gegenteil, Al-Aqida ist die Grundlage für alles andere, was danach kommt an Praktischem. Denn du kannst nur beten, wenn du eine Aqida hast. Du kannst fasten, erst wenn du eine Aqida hast. Du wirst erst pilgern gehen, wenn du eine Aqida hast. Denn du wirst erst pilgern gehen, weil du an Allah glaubst. Und zweitens, es wird erst angenommen von dir, dass du pilgerst oder betest oder fastest oder irgendetwas anderes tust an guten Taten. Es wird erst angenommen, wenn du ein Gläubiger bist, wie wir inshallah alles noch sehen werden. Jemand, der an Allah nicht glaubt und an Rasul sallallahu alaihi wasallam nicht glaubt, von dem nimmt Allah subhanahu wa ta'ala die Taten nicht an. Deswegen dürfen wir auf keiner Weise denken, Aqida ist Theorie, hat nichts mit der Praxis zu tun. Nein,
Diese Theorie wirkt auf die Praxis, hat eine Auswirkung. Aber tatsächlich geht es um die Glaubensinhalte. Was sind nun die Glaubensinhalte? Der Verfasser, Sheikh Fathi Hafizahullah, hat diese nun aufgezählt. Es sind die sechs Säulen des Iman und das waren erstens der Glaube an Allah, zweitens der Glaube an die Engel, drittens der Glaube an die Bücher, die Allah seinen Gesandten offenbarte, viertens der Glaube an die Propheten, fünftens der Glaube an den letzten Tag, sechstens der Glaube an den göttlichen Ratschluss und an die göttliche Vorherbestimmung, gleich ob diese gut oder schlecht sei. Der Beleg nun dafür, dass dies eben die Säulen des Iman sind, ist zum einen die Aussage Allahs tabaraka wa ta'ala in der vorletzten Ayah von Surat Al-Baqarah, die ich erwähnt habe. Der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist. Und ebenso die Gläubigen, alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten und sie sagen, wir hören und gehorchen, gewähre uns deine Vergebung, unser Herr, und zu dir ist der Ausgang. Hier wurden also einige dieser Säulen erwähnt. Ein weiterer Beleg ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Sahih Muslim, als Jibril alaihi salam eintrat in der Gestalt eines Menschen. Und dieser Hadith wurde von Umar ibn al-Khattab radiallahu anh überliefert. Und Jibril alayhi salam setzte sich hin vor dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam und fragte ihn, was ist Islam, was ist Iman, was ist Ihsan, wann ist die Stunde, was sind die Zeichen der Stunde? Das waren die Fragen von Jibril alayhi salam. Eine dieser Fragen war nun, was ist Iman? Da antwortet der Prophet sallallahu alaihi wasallam: "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi." Also an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten und an den letzten Tag zu glauben und an die Vorherbestimmung Allahs zu glauben, sei sie gut oder schlecht. Hier erkennen wir, dass wir schon zwei Begriffe haben. Zum einen haben wir Al-Aqida. Wir haben gesagt, Al-Aqida ist etwas, was fest verankert ist. Was im Herzen fest ist, was der Mensch nicht bezweifelt. Das ist Al-Aqida. Und wir werden inshallah im nächsten Abschnitt sehen, was denn bitteschön Al-Iman bedeutet. Aber bevor wir zum Wortlaut Iman kommen, noch einiges über die Aqida. Die Aqida befasst sich also mit den Glaubensinhalten. Was sind nun die Glaubensinhalte? Was sind diese sechs Säulen? Es ist die Glaubensinhalte umfassen die Welt des Verborgenen. Das heißt, Al-Aqida, hier geht es um die feste Überzeugung über alle Aspekte, die überliefert wurden, von der Welt des Verborgenen, Alamu al-Ghaib. Was ist nun die Welt des Verborgenen? Es ist jene Welt, die mit den Sinnen nicht erfassbar ist. Du kannst sie nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, nicht berühren, nicht anfassen. Du kannst sie nicht hören. Diese verborgene Welt kann man mit den Sinnen alleine nicht erfassen. Kannst du allein durch deine Sinne, allein durch deinen Verstand erkennen, wie groß oder wie viele Tore das Paradies hat? Kannst du das so erkennen? Wir wissen von der Überlieferung, wie viele Tore hat das Paradies? Acht. Kann man das fühlen, schmecken, riechen? Kann man das mit der Ratio einfach so erfassen? Das geht nicht. Und deswegen brauchen wir diese authentischen Überlieferungen, die authentischen Belege dafür, dass wir wissen, was tatsächlich nun richtig ist und was falsch ist. Das ist die Aqide, die Lehre über die verborgene Welt. Jetzt kann natürlich jemand sagen, aber Sekunde mal. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gesehen, wurde gehört, wurde angefasst. Also man hat ihn natürlich begrüßt, umarmt hat man ihn. Wie kann man dann, und man hat erwähnt, der Glaube an
die Propheten. Und einer dieser Propheten ist wer? Ist unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wie können wir dann behaupten, dass dies ein Glaube an die verborgene Welt ist, im Sinne von ein Glaube an die Welt, die wir nicht mit unseren Sinnen und mit dem bloßen Verstand erfassen können? Wie antworten wir hier? Was bedeutet es denn, dass wir an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam glauben? Ja? Genau. Wir glauben, wenn wir sagen, wir glauben an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, und hier müssen wir immer erwähnen, dass wir nie, wenn wir seinen Namen hören, faul sein dürfen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: Die Faulen oder die Geizigen unter euch sind diejenigen, die meinen Namen hören und keine Segenssprüche aussprechen. Deswegen, barakallahu fikum, jedes Mal, wenn wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam hören, müssen wir auch sagen, sallallahu alaihi wasallam. Also, die Tatsache, dass wir an unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben, bedeutet was? Dass wir glauben, dass er eine Offenbarung bekommt von Allah. Das wiederum ist verborgen. Das ist die verborgene Welt, weil wir haben Allah nicht gesehen. Das heißt, das ist die Grundlage des Glaubens an unseren Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Das sind also die Säulen des Iman, und das ist das sind die Themen der Aqida. Nun erwähnte Sheikh Hafizahullah, der Verfasser hier, die Ayah: Ist denn der tot war und den wir dann lebendig gemacht und dem wir ein Licht gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemandes ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommt, so ist den Ungläubigen ausgeschmückt, was sie zu tun pflegt. Die Ayah erwähnt also derjenige, der in Unwissenheit ist, in Irre, in Irrwegen gelangt ist. Das ist die Dunkelheit. Und hier ist besonders immer diese Beziehung zwischen Licht und Finsternis im Koran. Was ist da besonders daran, bei der Beziehung von Licht und Finsternis im Koran? Allah Azza wa Jal erwähnt das Licht immer im Singular und die Finsternisse immer im Plural. Auch hier, Allah Azza wa Jal sagt: Ist denn der tot war und den wir dann lebendig gemacht und dem wir ein Licht gegeben haben, worin er unter den Menschen geht, wie einer, dessen Gleichnis das jemandes ist, der sich in Finsternissen befindet, aus denen er nicht herauskommen kann? Warum? Warum ein Licht und viele Finsternisse? Ja? Weil es einen Weg zur Wahrheit gibt, so wie Allah einzig und allein ist. Also er ist der einzige Subhana, der alleinige Herrscher Azza wa Jal, der einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Deswegen ist das Licht auch ein Licht und nicht mehrere Licht. Aber die Irrwege und die Irrlehren und die falschen Glaubenslehren sind viele. Und deswegen sind es viele Finsternisse. Ja, das ist etwas Besonderes. Kommen wir zum nächsten Abschnitt. Viertens, die erste Säule, der Glaube an Allah. Dieser ist die fundamentalste Grundlage des Glaubens, die Basis seiner gesamten Struktur. Alle anderen Grundlagen gehen von dieser Basis aus und kehren zu ihm zurück. Das bedeutet, alle anderen Säulen des Iman gehen zurück auf diese Säule. Denn du glaubst an die Engel, warum? Weil du an Allah glaubst. Du glaubst an den jüngsten Tag, warum? Weil du an Allah glaubst. Du glaubst an die Vorherbestimmung, warum? Weil du an Allah glaubst. Deswegen ist der Glaube an Allah Azza wa Jal die Grundlage für alles andere. Der Glaube an Allah, gepriesen sei er, das ist der Glaube an die Einzigkeit seiner göttlichen Herrschaft, Punkt 1, an die Einzigkeit seiner Göttlichkeit, Punkt 2, und an die Einzigkeit seiner Namen und Eigenschaften,
Punkt 3. Das werden wir inshallah noch, der Verfasser, Hafizahullah, möge Allah Azza wa Jal ihn hüten, heißt das, oder behüten, hat das noch näher erläutert im Nachhinein. Auf diesen drei Grundlagen gründet der Glaube an Allah. Sie bringen zum Ausdruck, dass Allah einer ist in Hinblick auf sein Recht, auf sein Reich. Also noch einmal. Sie bringen zum Ausdruck, dass Allah einer ist in Hinblick auf sein Reich und sein Handeln und er keinen Teilhaber besitzt. Dass er einer ist in Hinblick auf sein Wesen, seine Namen und seine Eigenschaften. Es gibt niemanden seinesgleichen. Er ist einer in Hinblick auf seine Göttlichkeit und seine Anbetung ist nichts ebenbürtig. Das sind die drei Arten des Tawhid, wie wir inshallah sehen. Was ist der Glaube? Also jetzt definieren wir den nächsten Begriff, Al-Iman. Al-Aqidah haben wir ja durch. Jetzt kommt Al-Iman. Der Glaube ist ein Ausdruck der Zustimmung. Im Arabischen Al-Iman, linguistisch, wörtlich, At-Tasdiq. At-Tasdiq bedeutet, dass du etwas für richtig hältst. Deswegen Zustimmung. Glaubst du mir, dass ich sprechen kann? Ja, ich glaube dir. Das heißt, du bist dir sicher, dass dies richtig ist. Du hältst diese Aussage für richtig. Das ist Al-Iman wörtlich gesehen. So wie der Erhabene, subhanahu wa ta'ala, in Surat Yusuf sagte, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Aber du glaubst uns wohl nicht. Wann haben sie das gesagt? Oder wer hat das gesagt? Jetzt habe ich schon verraten, aber egal. Ja? Die Söhne zum Vater. Die Söhne zum Vater, wann? Als Yusuf nicht mal dabei war, also als er schon weg war. Ja, was haben sie denn gemacht? Warum haben sie denn gesagt, du wirst uns nicht glauben? Wir haben ihn in den Brunnen geschmissen und haben gesagt, der Wolf hat ihn gefressen und dann sind sie wieder zurückgekommen und haben gesagt, du wirst uns das eh nicht glauben. Genau, barakallahu fik. Als sie nun mit diesem Kleid von Yusuf zurückkamen abends und sie hatten ja Blut verschmiert an diese Kleidung, kamen sie zurück zu Yusuf, zu Ya'qub alayhis salam und da haben sie gesagt, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Und du wirst uns doch nicht glauben. Das heißt, du wirst unsere Aussage nicht für richtig halten. Das ist also die linguistische Bedeutung, die sprachliche Bedeutung. Das heißt, du traust uns nicht. So verhält es sich im allgemeinen Sprachgebrauch. Aber in Hinsicht auf die Überzeugung schließt fester Glaube drei Bedeutungen in sich ein. Also wenn wir jetzt religiös diesen Begriff definieren möchten, dann besteht Al-Iman aus drei Aspekten. Wenn einer davon fehlt, können wir nicht von Glauben reden. Und Glauben, das will ich einfach nur mal hier erledigt haben, bedeutet natürlich nicht vermuten. Also wie im Deutschen gesagt wird, Glauben ist nicht Wissen. Doch im religiösen Kontext bedeutet Glauben Wissen. Und zwar die höchste Stufe des Wissens. Der Glaube durch die authentischen Belege ist die höchste Stufe des Wissens. Denn wenn ich weiß, Allah existiert, gibt es irgendeine Erkenntnis, die sicherer ist als diese? Wohl kaum. Oder sicherlich nicht. Das heißt, Glaube bedeutet nicht vermuten, sondern Glaube bedeutet Wissen. Wenn wir das so definiert haben, können wir es auch benutzen. Es gibt immer einige Leute, die sagen, nein, das kannst du nicht benutzen. Die Leute denken, Glauben bedeutet Vermutung. Ich habe es auch definiert. Ich habe es eben gerade definiert. Jungs, wenn ich sage Glaube, bedeutet das Wissen. Punkt, aus, Ende, Schluss. Dann kann ich auch dieses Wort benutzen. Also der Glaube besteht aus drei Sachen. Zustimmung im Herzen. Zweitens Bestätigung dessen mit Worten. Drittens, Annahme der Mitteilung, Gehorsam ihr gegenüber und Zustimmung. Also Umsetzung durch Taten. Noch einmal. Die Zustimmung im Herzen, die Bestätigung dessen mit Worten. Drittens, die Umsetzung in Taten. Der Verfasser hat dies erläutert als Annahme der Mitteilung, Gehorsam ihr gegenüber und Zustimmung. Gehorsam ihr gegenüber, also die Umsetzung. Ist das klar?
Das sind die drei Bestandteile. Wer nicht daran glaubt, der ist kein Mu'min, kein Gläubiger. Wer das nicht sagt, nicht ausspricht, wer sich nicht dazu bekennt, der ist kein Mu'min. Wer die Religion nicht umsetzt, den Glauben nicht umsetzt, und das werden wir noch sehen, was es bedeutet, die Religion nicht umsetzt, denn wer einige Sünden begeht, der ist ja noch nicht gleich ein Ungläubiger oder ein Käfer oder ein Nichtmuslim. Das kommt darauf an und das werden wir inshallah noch näher uns betrachten. Aber im Allgemeinen gehört zum Glauben die Umsetzung der Taten, wie wir inshallah noch sehen werden. Hier erwähnt der Verfasser nun einen wissenschaftlichen Aspekt. Er sagt, die sprachliche Bedeutung. Was war die sprachliche Bedeutung? Tasdiq, also die Zustimmung, für richtig halten. Er sagt nun, die sprachliche Bedeutung trifft somit nicht auf alle Aspekte dieser Definition zu. Was heißt das? Was heißt denn dieser Satz jetzt? Die sprachliche Bedeutung trifft somit nicht auf alle Aspekte dieser Definition. Welcher Definition? Der islamisch-religiösen Definition in der Aqidah-Wissenschaft haben wir gesagt, was ist da Iman? Verinnerlichung im Herzen, Aussage mit der Zunge, also Aussage mit Worten und Umsetzung mit Taten. Er sagt nun, die linguistische Definition umfasst weniger Aspekte. Und zwar, was umfasst die linguistische Definition? Von diesen drei. Du hast drei Sachen. Verinnerlichung im Herzen, Aussage mit der Zunge, Umsetzung mit den Taten. Die linguistische davon ist was? Das erste, die Zustimmung im Herzen. Ja, das ist richtig. Im Herzen. Das heißt, es kann sein, das will der Verfasser hier sagen, es kann sein, dass eine linguistische Definition beschränkt ist auf einige Bedeutungen. Und eine religiöse Definition viel mehr Aspekte umfasst. Kann auch andersrum sein. Und hier gibt er nun ein Beispiel. Er sagt noch einmal, die sprachliche Bedeutung trifft somit nicht auf alle Aspekte dieser Definition zu, abgesehen von der Bedeutung, die dem Begriff nach dem islamischen Gesetz zukommt. Und zwar eben, dass es die Verinnerlichung im Herzen ist. Oder im konventionellen Sprachgebrauch. Also haben wir drei Arten der Definitionen. Wir haben eine linguistische, sprachliche Definition. Wir haben eine religiöse, fachspezifische Definition. Und wir haben eine im konventionellen Sprachgebrauch. Eine Definition. Das heißt was? Es kann sein, dass in der arabischen Sprache ein Wort folgende Bedeutung hat, im Islam aber eine andere Bedeutung hat und im Otto-Normalverbrauch eine andere Bedeutung hat. Ist das klar? Oder ist das nicht klar? Ein Beispiel. Also er hat hier ein Beispiel gebracht. Das Gebet bedeutet zum Beispiel rein sprachlich der Ruf. Ad-Dua, As-Salah bedeutet im linguistischen, im Sprachgebrauch, Ad-Dua, das Bittgebet. Wir beschränken es jedoch nicht allein auf eine sprachliche Bedeutung im Islam, sondern wir sagen, dass es dem islamischen Gesetz gemäß aus, also jetzt kommt die islamische Definition, aus bestimmten Handlungen und Worten besteht, beginnend mit dem Takbir und endet mit dem Taslim. Das ist die Definition von was? Von As-Salah. Es sind Aussagen und Taten, die beginnen mit dem Takbir und sie enden mit dem Taslim. Das ist die Definition von As-Salah. Ist die islamische Definition nun umfangreicher oder beschränkter als die linguistische Definition? Umfangreich.
Denn As-Salah, du machst zwar für Sujud machst du Dua, oder nicht? In der Niederwerfung machst du Dua. Aber du machst ja nicht nur Dua, du liest ja auch Koran. Du sprichst ja Gedenksprüche aus. Du bewegst dich ja. Das Ruku', diese Bewegung ist ja auch Salah. Das heißt, all diese Aussagen und Taten im Gebet nennt man Salah. Also ist die Definition des Begriffs As-Salah in der Islamwissenschaft, hier nun im Fiqh natürlich, in der Islamwissenschaft allgemeiner, umfassender als die Definition im Sprachgebrauch. Gut. Es gibt somit einen Unterschied zwischen dem sprachlichen Ausdruck an sich und was damit gemeint ist und bezweckt werden soll. Also in der islamischen Definition dann, was damit gemeint ist. Vielleicht rührt die Ablehnung einiger unserer Gelehrter dessen, was in den Werken der frommen Vorfahren steht, von daher, dass zwischen sprachlicher Bedeutung und dem, was damit gemeint ist und bezweckt werden soll, nicht unterschieden wird. Worum geht es jetzt hier? Es geht jetzt darum, dass einige, das werden wir alles noch sehen, inshallah, ja? Einige Gelehrte den Iman definieren, islamisch definieren, dass es bloß die Verinnerlichung im Herzen und die Aussprache mit der Zunge ist. Also wie viel von drei? Zwei von drei. Zwei von drei. Und das ist jetzt das Problem. Definieren Sie es islamisch oder nur sprachlich? Und deswegen sagte er, vielleicht rührt die Ablehnung einiger unserer Gelehrter dessen, was lehnen Sie denn ab, was in den Werken der frommen Vorfahren steht, von wegen, dass al-Iman nur Tasdiq wäre, von daher, dass zwischen sprachlicher Bedeutung und dem, was damit gemeint ist und bezweckt werden soll, also islamisch, nicht unterschieden wird. Diesen Punkt, wie definieren wir den Islam, den Iman, und wir haben andere ihn definiert, werden wir noch näher sehen, bi-idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Für uns reicht es erst einmal jetzt aus, dass wir wissen, al-Iman ist wörtlich die Zustimmung, Tasdiq, und islamisch die Verinnerlichung im Herzen, die Aussprache mit der Zunge und die Umsetzung in die Tat. Der Glaube im Sinne des islamischen Gesetzes bedeutet die Zustimmung zu allem, womit der Prophet Allahs, sallallahu alaihi wasallam, kam. Sie umfasst die Zustimmung im Herzen, das gesprochene Wort und das Handeln aufgrund der wesentlichen Säulen, eben des Iman, der Säulen des Iman. Zunächst sprechen wir über diese drei Grundlagen des Glaubens, nämlich das Bekenntnis dazu, dass Allah in Hinsicht auf seine Göttlichkeit einzig ist, und so weiter und so fort. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich noch einen wichtigen Aspekt hier erwähnen, den der Verfasser nicht erwähnt hat. Und zwar die Quellen, die Erkenntnisquellen der Aqida. Jetzt haben wir gesagt, Al-Aqida ist was? Wörtlich Aqada, also etwas knoten, festbinden, verankern. Und linguistisch haben wir gesagt, islamwissenschaftlich haben wir gesagt, ist das die Lehre über die Gebote, die Lehre über die religiösen Gebote des Glaubens, gemäß der authentischen Belege und die Widerlegung der falschen Glaubenslehre. Nun, der Aqide. Was sind denn die Erkenntnisquellen der Aqide? Das ist die verborgene Welt, haben wir gesagt. Die verborgene Welt ist die Welt, die wir mit den bloßen Sinnen, mit dem bloßen Verstand nicht erfassen können, nicht erkennen können. Ja, was sind denn nun die Quellen? Wer weiß es? Al-Quran, Sunna. Sunna. Sonst noch was oder war es das? Ja? Ijma'. Sonst noch was? Verstand. Fitra. Die natürliche Veranlagung. Also haben wir fünf Quellen der Aqida. Wir teilen diese fünf Quellen der Aqida auf in zwei Arten. Und zwar Primärquellen, Hauptquellen und Sekundärquellen. Die Primärquellen der Aqida sind natürlich Koran und Sunna.
Das sind die grundlegenden Quellen. Machen wir die Fragen nachher. Die grundlegenden Quellen sind Koran und As-Sunnah. Dann gibt es zusätzlich dazu drei weitere Quellen, die da sind: Al-Ijma', der Konsens der Gelehrten. Konsens, also die Übereinstimmung der Gelehrten. Es gibt keinen Gelehrten, der was anderes gesagt hat. Alle sind sich einig. Das ist der Konsens. Die Übereinstimmung aller Gelehrten. Das werden wir noch gleich sehen, was es bedeutet, aller Gelehrten. Also Al-Ijma', dann haben wir Al-Aql, der Verstand, die Ratio. Und wir haben Al-Fitrah, die natürliche Veranlagung. Diese Sekundärquellen, diese Nebenquellen sind natürlich nicht dazu da, um die Primärquellen zu widerlegen. Ja? Und deswegen, wenn wir sagen, der Verstand, Al-Aql, ist eine Quelle der Aqida, natürlich nicht unabhängig von Koran und Sunna. Das heißt, ich kann nicht daherkommen, wie einige es tun, das werden wir noch sehen, und zwar, das sind die Mu'tazila. Wer sind die Mu'tazila? Das werden wir noch sehen, inshallah. Eine Gruppe, die dem Verstand einen höheren Rang gegeben hat als der Überlieferung. Quran und Sunnah. Das heißt, der Maßstab für Al-Mu'tazila, um As-Sunnah anzuerkennen, einen Hadith als authentisch anzusehen, ist der Verstand. Widerspricht der Hadith ihren Verstand, sagen sie, dieser Hadith ist nicht authentisch. Warum ist er denn nicht authentisch? Gibt es ein Problem in der Überlieferungskette? Überlieferungskette ist astrein. Ja, was ist dann das Problem? Das widerspricht meinem Verstand. Aha. Und das reicht aus, um einen authentischen Hadith abzulehnen. Ja, das reicht aus. Das ist natürlich falsch. Und das werden wir sehen, warum es falsch ist. Aber Ahlus Sunnati wal Jama'a, also die Gefolgsleute der Sunna und der Jama'a, der Gruppe, das werden wir auch noch alles sehen, was es bedeutet. Sie sagen, der Verstand, wie Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah gesagt hat, der gesunde Verstand widerspricht der authentischen Überlieferung nicht. Es wird keinen Gegensatz geben, es gibt keinen Widerspruch zwischen dem gesunden Menschenverstand und der authentischen Überlieferung. Das heißt, wenn wir ein Problem haben zwischen unserem Menschenverstand und einer Überlieferung, dann gibt es zwei Möglichkeiten, warum dieses Problem auftaucht. Entweder der Verstand ist nicht gesund oder die Überlieferung ist nicht authentisch. Aber es ist unmöglich, dass ein gesunder Menschenverstand mit einer richtigen Überlieferung zu einem Problem kommt, zu einem Widerspruch kommt. Warum können wir diesem Verstand nicht diese Rolle geben, dass er urteilt über die Akzeptanz oder mangelnde Akzeptanz oder Ablehnung von Überlieferungen? Warum? Ja? Erstens, jeder Mensch hat einen Verstand. Und die Sichtweise ist unterschiedlich. Welchen Verstand nehmen wir nun als Maßstab? Deinen, meinen? Vom Professor? Von wem sollen wir denn den Verstand bitte benutzen? Zweitens, in der Aqida geht es worum oder worüber? Haben wir gesagt. Allgemein. Genau, um die Aspekte der verborgenen Welt. Es ist eine Welt, die mit dem Verstand alleine nicht erfassbar ist. Sag mir mal bitte die Herleitung, ganz rational und logisch, die Herleitung, dass Jibril 600 Flügel hat. Wie soll das funktionieren? Sag mir mal bitte die logische Herleitung, dass es verschiedene Stufen in Jahannam gibt. Du kannst nicht daher sitzen, jetzt fangen wir mal an, A geschnitten B und so weiter und so fort, und irgendwann kommen wir zum Schluss, aha, Jahannam hat mehrere Stufen. Sondern du brauchst eine Überlieferung. Wenn nun die Überlieferung kommt, zum Beispiel die Mu'tazila, wie ich schon erwähnt habe, sagen, es gibt keine
keinen Lohn und keine Bestrafung im Grab. Gibt's nicht. Ja, Sekunde mal, und was ist mit diesen Ahadith? Alles Metapher. Alles nur dazu da, um dem Menschen etwas anschaulicher zu machen. Aber tatsächlich existiert das gar nicht. Wie, also wir werden nicht im Grab bestraft oder belohnt? Nö, nö, gibt's nicht. Wie kann jemand so etwas behaupten? Was ist dein Beleg? Das kommt hier nicht rein. Ja, das tut mir leid, also da kann ich auch nichts führen, wenn das da nicht reingeht. Ich habe authentische Belege, dass dies stattfindet. Die Bestrafung und die Befragung im Grab und die Belohnung im Grab und die Ausweitung des Grabes und die Verengung des Grabes. Das sind alles authentische Belege, wie wir sehen werden, bi'idhnillahi ta'ala. Doch die Mu'tazila und die ihnen folgen, sagen, nein, das lehnen wir ab, denn unser Verstand kann das nicht nachvollziehen. Und das ist natürlich fatal. Die Rolle des Verstands ist nicht dazu da, Al-Quran oder die authentische Sunna abzulehnen, sondern die Rolle des Verstands ist einzig und allein, Al-Quran und Sunna zu verstehen, anzunehmen, umzusetzen. Das ist die Rolle des Aql. Das ist die Rolle des Verstands. Und deswegen sagen wir, weil der Verstand diese Welt gar nicht erfassen kann, er hat überhaupt keine Möglichkeit, der Verstand hat überhaupt keine Möglichkeit, diese Welt zu erfassen, selbstständig, deswegen kann er Al-Quran und Sunnah nicht ablehnen. Ja? Wenn es jemand gibt, der noch nie ein Flugzeug gesehen hat auf dieser Welt und der sagt, es gibt keine Flugzeuge, verrückt, seit wann fliegen denn Metallstücke? Das kann überhaupt nicht sein, oder was es auch ist. Was ist dein Beleg? Ich habe noch nie ein Flugzeug gesehen. Das ist ja Quatsch, oder nicht? Also das muss ja wohl jeder merken, dass dies nicht gerade sehr, sehr wissenschaftlich hergeleitet wurde. Die Tatsache, dass du etwas nicht gesehen hast, nicht gerochen hast, nicht gehört hast, nicht gefühlt hast, nicht bemerkt hast, bedeutet nicht, dass es nicht existiert. Ja? Deswegen, Barakallahu fikum, die Rolle des Verstands ist nicht dazu, da Al-Quran und Sunnah zu widerlegen, zu widersprechen, sondern die Rolle des Verstands ist dazu da, Al-Quran und Sunnah zu verstehen und eben umzusetzen. Kommen wir nun zurück zu den anderen. Al-Quran dürfte allgemein bekannt sein. Al-Quran kommt von dem Wort Qara'a. Und Qara'a bedeutet zusammenfassen. Linguistisch bedeutet zusammenfassen. Denn was machst du, wenn du liest? Du fasst die Buchstaben zusammen beim Lesen und die Wörter in einem Satz zusammen. Das ist die linguistische Bedeutung. Al-Quran, islamwissenschaftlich, ist eben die Worte, sind die Worte Allahs, tabaraka wa ta'ala, die er über den Erzengel Jibril alayhi salam, dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, offenbarte und deren Rezitation ein Gottesdienst ist und die ein Wunder darstellen, eine Mu'jiza. Das ist die Definition von Al-Quran. Es sind die Worte Allahs. Zweitens, es ist die Offenbarung durch anhand von Jibril. Jibril a.s. hat es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert, auf Auftrag von Allah azza wa jal. Es ist die Offenbarung also zu unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Rezitation des Korans stellt einen Gottesdienst dar. Im Gegensatz zu den anderen Ahadith, die Rezitation von Ahadith ist ja kein Gottesdienst. Und es ist ein Wunder, eine Mu'jiza, denn niemand kann auch nur einen Abschnitt vom Koran nachahmen oder einen Teil des Korans selbst erfinden. Das ist der Koran. Al-Koran ist ja wohl allgemein bekannt, hat drei Themen. Was sind diese Themen? Im Koran drei grundlegende Themen. Das sind erstmal Geschichten der früheren Völker. Zweitens Gebote und Verbote. Und? Naam? Und Aqida, also Glaubenslehren. Das sind die drei Themen des Koran. Und Al-Quran ist damit eine primäre Erkenntnisquelle
für die Aqidah. Was im Koran über Glaubenslehren steht, müssen wir natürlich annehmen und dürfen nicht leugnen. Dann haben wir As-Sunnah. As-Sunnah ist die zweite Primärquelle. Und As-Sunnah, hier gibt es verschiedene Definitionen bei den Islamwissenschaftlern. Je nach Zweig, je nach Wissenschaftszweig unterscheiden sich die Definitionen. Zum einen haben wir die Definition der sogenannten Usul al-Fiqh gelehrt. Usul al-Fiqh ist jene Wissenschaft, die sich damit befasst, wie erkenne ich, dass etwas erlaubt oder verboten oder mustahab, also erwünschenswert oder nicht erwünschenswert, makruh ist und so weiter und so fort. Wie erkenne ich einen Befehl? Was sind Arten der Befehle? Was sind Arten der Verbote? Es geht also nicht um die einzelnen Gebote im Detail, nein, sondern es geht um die Werkzeuge, wie ich die einzelnen Gebote überhaupt erkennen kann. Das ist Usulul Fiqh, nennt man auf Deutsch Hermeneutik. Also wie kann ich diese Gebote überhaupt erkennen? Diese Gelehrten, diese Islamwissenschaftler, Usulul Fiqh-Wissenschaftler, definieren es Sunna als Aussagen, Taten und Bestätigungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aussagen, wie zum Beispiel was? Und eine Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört? Jeder Mensch, ob Jude oder Christ, der von mir hört und nicht nach diesem Weg geht, wird für die Ewigkeit. Zum Beispiel. Eine Aussage, also ein Hadith. Zum Beispiel auch. Die Taten sind entsprechend der Absicht. Das ist eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nicht vergessen, sallallahu alaihi wasallam zu sagen. Taten, was sind zum Beispiel Taten, die überliefert wurden? Zum Beispiel die Gebetswaschung. Haben einige Sahabe überliefert, wie Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sich gewaschen hat. Zur Gebetswaschung. Was sind Bestätigungen? Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel dieser ist ja eine Bestätigung, dass ein Sahaba gebetet hat und nach Ruku Rabbana wa lakal hamd, meinst du? Genau. Diese Satz gemacht hat und nach dem Gebet der Prophet hingegangen ist und hat es bestätigt, dass es genau. Also ein Sahabi hat beim Aufheben vom Ruku' gesagt, Rabbana wa lakal hamd. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach dem Gebet, wer hat dies gesagt? Da sagte er, ich habe das gesagt. Dann sagte Rasul sallallahu alaihi wasallam, die Engel wussten nicht, wie schwerwiegend sie es aufschreiben sollen, also wie viel Lohn es dafür geben soll. Also hat er es bestätigt, dass es gut ist. Allgemein sind Bestätigungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam was? Taten und Aussagen, die nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan oder ausgesagt hat, sondern andere, aber die er bestätigt hat. Also die Bestätigungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind Taten und Aussagen, die nicht er ausgeführt hat, sondern andere. Aber er wusste davon und er hat sie bestätigt. Die Art und Weisen der Bestätigung sind jetzt unterschiedlich, das ist jetzt nicht unser Thema. Gut, das war die Sunna bei wem? Bei den Usul al-Fiqh-Gelehrten. Dann haben wir die sogenannten Fiqh-Gelehrten. Was ist Fiqh? Das ist, wie wir gleich sehen, inshallah, die Wissenschaft über die religiösen praktischen Gebote. Religiösen praktischen Gebote im Detail und gemäß ihrer Belege. Das heißt, wie bete ich, wie faste ich, wie mache ich Wudu und so weiter und so fort. Bei diesen Gelehrten, wenn sie von Sunna reden, was bedeutet das dann? Wenn wir in der islamischen Literatur, in Fiqh-Büchern, ja, lesen, es ist Sunna, das und das und das und das. Was bedeutet das dann? Ja? Dass es eine freiwillige Tat ist, also synonym zu was? Nein, nicht Fard. Fard ist Pflicht. Mustahab. Oder? Was gibt es noch? Es gibt Sunna, es gibt Mustahab oder?
Mandub. Das sind alles Synonyme. Alles für wünschenswert. Freiwillige. Makruh ist das Gegenteil, ist nicht wünschenswert. Nicht verboten, aber nicht wünschenswert. Also, Sunnah, Mustahab, Mandub bedeutet, etwas ist zwar keine Pflicht, aber du wirst belohnt, wenn du es tust. Das heißt, wenn du es umsetzt, wirst du belohnt, und wenn du es nicht umsetzt, dann wirst du nicht bestraft. Im Gegensatz zum Befehl, zu einer Pflicht, Wajib oder Fard, wenn du es umsetzt, wirst du belohnt. Und wenn du es nicht umsetzt, wirst du bestraft. Das ist die Sunna bei den, wer? Fiqh gelehrt. Dann haben wir noch eine dritte Definition der Sunna. Und zwar bei den Hadith-Wissenschaftlern. Die Hadith-Wissenschaft ist die Wissenschaft über die Überlieferungen. Wann ist eine Überlieferung authentisch, wann nicht? Welche Voraussetzungen gibt es dafür? Bei den Hadith-Wissenschaftlern, wenn sie von Sunna reden, dann geht es um Folgendes. Alle Aussagen, Taten, Bestätigungen, Eigenschaften des Körpers oder Eigenschaften des Charakters oder Biografie. Das ist die Definition der Sunna bei den, wen? Hadith-Wissenschaftlern. Wenn ein Hadith-Wissenschaftler sagt, und wir reden hier über die Sunna, was meint er damit? Er meint die Aussagen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, seine Taten, seine Bestätigungen, also wie wer? Wie der Usulul Fiqh gelehrt. Aber zusätzlich dazu, die Eigenschaften seines Körpers, sein Aussehen, wie lang war er, wie ist er gelaufen, wie waren seine Haare, wie war sein Bart, wie war seine Hand, sein Aussehen, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, möge Allah azza wa jall uns dazu verhelfen, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam fil Firdaus al-A'la zu sehen und ihn dort auch zu begleiten, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Also sein Aussehen und sein Charakter. Wie war er geduldig, wie war er gütig, wie war er barmherzig und so weiter und so fort. Wie war er mutig, alaihi salatu wa sallam. Und die Biografie. Sein Leben, was ist geschehen in seinem Leben, also die Sira. Das sind die Aspekte der Sira, der Sunna bei den Hadith-Wissenschaften. Also alles, was überhaupt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird. Warum? Denn der Hadith-Wissenschaftler, der interessiert sich jetzt nicht nur für Gebote. Nein, nein, er interessiert sich für alles, was vom Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird. Oder über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wurden. Der Usulul Fiqh Gelehrte, der sagt, jetzt wie er gelaufen ist, da entnehme ich ja kein Gebot daraus. Also brauche ich das nicht als Quelle. Ob er groß war, müssen alle Menschen so groß sein wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Und wer nicht so groß ist wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kommt in die Hölle? Nein. Deswegen hat er keinen Nutzen, er als Usulul Fiqh Wissenschaftler. Deswegen sagt er, ich beschäftige mich jetzt nicht mit seinem Aussehen. Ich beschäftige mich mit seinen Aussagen, Taten und Bestätigungen, denn hieraus kann ich erkennen, was ich tun muss und was ich unterlassen muss. Das ist also die Definition der Sunna. Das Sunna, liebe Geschwister, wird jetzt aber auch benutzt als Synonym für Aqida. Also bei der Aqida haben wir jetzt wie viele Begriffe? Iman, Aqida und jetzt kommt noch zusätzlich Sunna. So hat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala ein Buch geschrieben über Aqida. Er hat die Glaubenslehre der Ahlus Sunna wal Jama'a aufgezählt. Und wie hat er das genannt? Betitelt As-Sunna. Das heißt, hier bedeutet As-Sunna nicht das Freiwillige, es bedeutet nicht die Aussagen und Taten und Bestätigung, nein, sondern es bedeutet hier die Aqida. As-Sunna als Synonym für Al-Aqida. Es gibt noch andere Wörter, Begriffe für Aqida. Und zwar Usul ad-Din, die Grundlagen der Religion. Deswegen heutzutage,
wenn wir die Fakultäten, islamwissenschaftlichen Fakultäten uns anschauen, finden wir eine Fakultät für Hadithwissenschaft, eine Fakultät für Fiqh und wir finden Fakultät für Usul ad-Din. Was ist das für eine Fakultät? Die Aqidah. Das ist die Aqidah-Fakultät. Usul ad-Din, Grundlagen der Glaubenslehre. Warum? Grundlagen der Glaubenslehre, wie ich schon vorhin sagte, denn ohne Aqidah wird nichts angenommen. Ohne Iman, richtigen Iman, wird von Allah Azza wa Jalla nichts angenommen. Und deswegen hat Allah Subhanahu wa Ta'ala eben dieses als, haben die Gelehrten eben diesen Begriff benutzt, eben Usul ad-Din. Ein weiterer Begriff für Aqidah ist Al-Fiqh al-Akbar, der größere Fiqh. Warum? Eben weil wir diesen, wenn wir ihn kleineren Fiqh nennen sollten, wie bete ich, wie faste ich und so weiter, nur akzeptiert wird. Das wird nur akzeptiert, wenn wir den größeren Fiqh umsetzen. Und deswegen wird gesagt, dass Al-Imam Abu Hanifa al-Nu'man rahimahullahu ta'ala, der bekannte Imam Abu Hanifa, ein Werk verfasst hat und betitelt hat mit Al-Fiqh al-Akbar. Und da ist die Aqidah erwähnt. Dann gibt es noch andere Begriffe, die jetzt nicht von Ahlus Sunnah wal Jama'ah benutzt werden. In der islamischen Literatur werden sie nicht von Ahlus Sunnah wal Jama'ah benutzt, sondern eher von anderen. Wie zum Beispiel die Philosophen. So nennen sie Al-Falsafa, die Philosophie, und meinen damit die Glaubenslehre. Ein wichtiger Begriff, den wir benutzen werden, nicht weil die Ahlus Sunnah wal Jama'ah es benutzen, sondern um eine Gruppe zu definieren, die eine falsche Lehre hat, und zwar Ilmul Kalam. Kalam-Wissenschaft. Was ist nun Kalam? Kalam ist die Rede. Rede im Sinne von Philosophie. Die Rede im Sinne von Philosophie. Ilmul Kalam ist also die Wissenschaft über das Reden über die Glaubensinhalte. Und diese Leute, liebe Geschwister, die Ilmul Kalam machen, nennt man Ahlul Kalam. Ahlu al-Kalam. Und hiermit müssen wir, wenn wir die Aqidah-Wissenschaft untersuchen und lernen oder studieren, dann werden wir drei verschiedene Gruppen oder Methoden, sagen wir mal lieber Methoden, der Aqidah sehen. Aqidatu Ahlis Sunnati wal Jama'ah, das ist die Aqidah unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Sahaba, der Tabi'in, der großen Imame wie Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal und alle anderen, wie Hassan al-Basri, wie Sufyan al-Thawri, wie viele, viele, viele weitere Gelehrte. Es gibt dann Ahlul Kalam. Zu Ahlul Kalam gehören Al-Mu'tazila, Al-Asha'ira, Al-Maturidiyya und noch andere, wie Al-Jahmiyya und so weiter und so fort. Gruppen, die wir alle uns noch näher betrachten werden. Und Al-Falasifa, die Philosophen, wie Al-Farabi, Ibn Rushd, Al-Kindi und so weiter und so fort. Das sind Philosophen. Und hier gibt es verschiedene Methoden der Herangehensweise in der Aqidah. Ahlus Sunnah wal Jama'ah haben, wie wir gesagt haben, wir nehmen die Aqidah wovon? Quran Sunnah. Ahlul Kalam nehmen die Aqidah sowohl von Quran und Sunnah, aber sie nehmen den Verstand als Maßstab. Sie nehmen zwar Koran und Sunna, aber sie benutzen den Verstand als Maßstab. Die Philosophen benutzen so wenig wie möglich Koran und Sunna. Die sagen, wir wollen das ganz rational. Philosophen eben. Und deswegen, wenn du ein Buch von Al-Farabi oder Ibn Rushd oder anderen Philosophen liest, da wirst du weniger Ayat drin finden, als ein Buch von einem Ash'ari oder Maturidi oder so. Aber natürlich bei Ahlus Sunnah wal Jama'ah, da ist die Rolle des Verstands, wie ich schon erwähnt habe, einzig und allein
Al-Ayat und Al-Hadith nachzuvollziehen. Nicht zu urteilen, ob dieser Hadith nun akzeptabel ist, obwohl er astrein ist. Nein. Das ist nur zur Info, denn wenn wir dann sagen, okay, und Ahlul Kalam sagen das und das und das, dann müsst ihr wissen, okay, es handelt sich um die Gruppierungen. Man nennt sie al-Firaq al-Islamiyya, also die islamischen Gruppierungen. Wie gesagt, al-Mu'tazila, al-Khawarij und al-Murji'a, al-Jahmiyya und so weiter und so fort. Das sind alles Gruppierungen. Und wir werden sehen, inshallah, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, wie diese Gruppierungen eine falsche Lehre haben und wir werden sie widerlegen. Und wie Ahlus Sunnati wal Jama'a eine richtige Aqida hat. Dann haben wir Al-Ijma'. Al-Ijma'u bedeutet der Konsens der Gelehrten, aber natürlich in einer Generation. Du kannst nicht querbeet durch die Weltgeschichte sagen, alle von den Sahaba bis zum letzten Gelehrten auf dieser Welt. Nee, das geht ja nicht. Sondern in einer Generation. Also wir reden vom Konsens der Sahaba. Wir reden vom Konsens der Tabi'in. Wir reden vom Konsens der zeitgenössischen Gelehrten. Das heißt, in einer Generation, wenn sich alle Gelehrten einig sind, zum Beispiel, dass Allah einzig und allein ist, subhanahu wa ta'ala, in seinen Eigenschaften, Namen, das ist ein Konsens natürlich. Dieser Konsens, liebe Geschwister, wird natürlich auch nicht fern sein von Koran und Sunna. Wir werden keinen Konsens finden, der Al-Quran und Sunna widerlegt. Das ist ja Quatsch. Denn die Gelehrten von Ahlus Sunnati wal Jama'a, das heißt, hier darf jetzt nicht jemand kommen, ja Sekunde mal, aber da gibt es einen Gelehrter der Gruppe XY, die natürlich nicht von Ahlus Sunna wal Jama'a ist. Für uns ist diese Aussage natürlich uninteressant. Er kann viel sagen, wenn der Tag lang ist. Für uns ist wichtig, von Ahlus Sunna wal Jama'a natürlich. In einer Generation, wenn sie sich alle einig sind über ein bestimmtes Thema, dann ist das ein Konsens und das ist natürlich ein Beleg für uns. Was ist nun der Beleg, dass Al-Ijma' überhaupt eine Quelle ist? Kann ja jeder behaupten, aber was ist denn bitte schön der Beleg dafür? Ein Hadith. Und zwar? Gesagt hat, meine Umma einigt sich auf nichts falsch. Sehr schön. Barakallahu fik. Der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Ar-Rasul alaihi salatu wasallam eben gesagt hat, la tajtami' ummati ala dalala, das heißt, meine Umma einigt sich nicht auf einen Irrweg. Wenn sie sich also einigt, dann ist das richtig. Es kann natürlich sein, dass einer von uns einige Fehler hat. Aber wenn die Umma, die Generation der Muslime, alle ein und dieselbe Meinung hat, dann ist dies richtig. Wer sagt das? Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und zu guter Letzt Al-Fitra. Al-Fitra ist die natürliche Veranlagung. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Jeder Neugeborene wird gemäß der natürlichen Veranlagung geboren, gemäß der Fitra geboren, doch seine Eltern führen ihn zum Judentum, zum Christentum oder zu den Feueranbetern. Das heißt, erst durch die Erziehung wird er anders. Ansonsten er wird geboren gemäß der Fitra. Die Fitra ist also der Glaube an Allah. Das werden wir inshallah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala noch näher sehen. Und damit inshallah begnügen wir uns für diesen ersten Abschnitt. Inshallah möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen und mit dem wahren Glauben füllen. Möge Allah azza wa jal uns vor allen falschen Glaubenslehren bewahren. Wa jazakum Allahu khayran wa صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.